Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist David Dück und ich freue mich, dass du hier dabei bist bei Glauben für Finanzen. Wir sind gerade dabei, ein paar Lügen aufzudecken, die sich breit gemacht haben, gerade im christlichen Bereich. Und es sind oft Bibeltexte, die über Jahre verwendet wurden, um Finanzen schlecht zu machen, um irgendwie Reichtum vom Teufel darzustellen und so weiter und so fort. Die Bibel sagt uns, dass der Glaube aus der Verkündigung kommt. Das zeigt uns, dass das, was du hörst, also das, was dir verkündigt wird, das wird irgendwann mal früher oder später, wirst du Glauben entwickeln für das, was du gehört hast. Ja? Das heißt, wenn man über Jahre lang etwas Falsches gehört hat, kann es halt sein, dass man den Glauben für das Falsche entwickelt hat. Und so will ich dir eben auch helfen, auch mit diesen Videos hier, von dem, was du vielleicht oft gehört hast, viel gehört hast, wegzukommen, was eben auch oftmals nicht stimmt und dir helfen, dass du das Neue hörst, die Wahrheit hörst, wirklich das, was das Wort sagt, so dass du einen gesunden Glauben entwickeln kannst zu Finanzen. Weil über die Jahre haben wir einen Glauben entwickelt gegen Finanzen und Gott hilft uns jetzt, einen Glauben zu entwickeln für Finanzen. Denn Gott sind deine Finanzen nicht egal. Wusstest du das? Gott sind deine Finanzen nicht egal. Er will das Gleiche für dich, wie er für Abraham wollte. Er sagte zu Abraham, ich will aus dir ein Segen machen. Und ich will, dass du ein Segen bist. Dasselbe gilt heute immer noch für uns. Gott will dich finanziell segnen und dich gebrauchen, um andere finanziell zu segnen oder freizusetzen. Gehen wir gleich mal in die Stelle, die ich heute beleuchten will. Und das ist in 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 10. Eine sehr bekannte Bibelstelle. Und die poppt sofort auf, wenn es um Geld geht, wenn es um Reichtum geht, wenn es um Wohlstand geht und so weiter und so fort. Dann denken wir an diese Stelle. Die kommt sofort hoch. Die haben wir schon so oft gehört, die hat man so oft gebraucht und damit hat man oft den Christen Geld und Finanzen schlecht geredet. Und ich will, dass wir uns das anschauen, nämlich ist eine weitere Lüge, die wir aufdecken müssen und die wir beleuchten werden. Okay? Also 1. Timotheus 6, Vers 10, da heißt es, der ganz berühmte Vers, denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldgier. Danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viele Schmerzen. Ich will erstmal, dass wir uns diesen Vers genauer anschauen und nochmal sozusagen lesen, was da wirklich steht. Wenn wir nämlich genau schauen, was da wirklich steht, dann haben wir schon die Hälfte erreicht, was wir erreichen wollen, ja? Nämlich, vielleicht hast du es immer so bekommen oder so gelesen, denn die Wurzel alles Bösen ist Geld. Das ist, wie du es vielleicht vermittelt bekommen hast, so wie ich es auch vermittelt bekommen habe. Ich habe immer gedacht, Geld an sich ist böse, Geld ist schon an sich schlecht. Aber die Sache ist, Paulus sagt nicht, dass Geld schlecht ist, sondern er sagt, dass die Gier nach Geld böse ist. Geld kann überhaupt gar nicht schlecht sein. Ja? Geld kann überhaupt nichts dafür, für was es eingesetzt wird. Geld ist eine materielle Sache, es hat kein Leben, es hat kein, es trifft keine Entscheidungen. Es tut das, was derjenige, der es hat, tun will damit. Somit siehst du auch, dass wenn sozusagen Geld in den richtigen Händen ist, dann ist Geld eigentlich auch automatisch gut. Ja? Jemand, der Böses im Schilde führt, der Böses tut, der nicht mit Gott ist, der tut automatisch die Dinge, die Gott nicht gefallen. Er tut dann auch das mit dem Geld, was Gott nicht gefällt und somit benutzt er das Geld fürs Böse. Aber derjenige, der mit Gott ist, der auch vielleicht den Dienst Gottes tut und so weiter und so fort, der das Herz in Gottes Reich hat, der tut ja nicht Böses mit dem Geld und somit ist in seinen Händen das Geld nicht schlecht. Also Geld an sich hat nicht gut oder böse, sondern derjenige, der es besitzt, der es hat, der damit irgendwas tut, der ist entweder gut oder schlecht. Deswegen sagt Paulus auch, eine Wurzel alles Bösen ist die Geldgier. Ich mag mich immer daran erinnern, dass im Alten Testament, wo Gott die Gebote aufgezeichnet hat, wo er die Gebote dem Volk, gerade die 10 Gebote, wo wir darüber lesen, da ist auch aufgeführt, du sollst nicht begehren des anderen Gut. Ja? Oder heutige Sprache, das Zeug von dem anderen. Du sollst nicht das Zeug wollen, was der andere hat. Und oftmals haben wir so eine Prägung dafür bekommen, dass wir nicht haben
wollen dürfen, was der andere hat. Wir dürfen es nicht anschauen, wir dürfen es nicht wünschen, was der andere hat und so weiter. Aber du musst verstehen, dass es immer darum ging, dass der Mensch etwas Falsches tut, eine falsche Handlung tut, um das zu bekommen, worauf er seine Augen gelegt hat. Und so heißt es eben auch im Alten Testament, wo Gott dieses Gebot gegeben hat, dass du nicht begehren sollst von dem, was der andere hat, hat Gott deswegen gemacht, weil der Mensch von Natur aus so, oder was heißt von Natur aus? Der Teufel bringt den Menschen dazu, wenn er Materielles will, dass er sogar so weit geht, dass er einen Menschen umbringt. Und früher war das so. Das sieht man immer in der Geschichte. Ich weiß nicht, wenn du dich viel beschäftigst mit Vergangenheit und Geschichte und an sich, ja, da überhaupt Kriege, wie passieren Kriege? Ja, Leid und so weiter. Der eine bringt den anderen um, nur wegen, Geld und so weiter und so fort. Oder der andere für Essen und so weiter. Also Menschen morden, Menschen bringen Leid, Menschen bringen Zerstörung, um das vom anderen wegzunehmen, was der andere hat. Und warum ich dir das sagen will, ist, ich will dir zeigen, dass auch selbst im Alten Testament, dass dieses Gebot, das ist jetzt auch verankert mit dieser Geldgier, das ist eigentlich so das Gleiche. Das Problem sind wieder nicht die Ware, das Problem ist nicht das, was der Nachbar hat, das Problem ist nicht das Geld und so weiter. Das Problem ist, dass der Mensch, der das will, wenn er getrieben wird, es so sehr zu wollen, dass er irgendwas Falsches tut, dass er den Menschen umbringt, den Menschen wehtut und, oder ihn beklaut. Ja? Heutzutage würde man ja, vielleicht in Deutschland würde man vielleicht nicht jemanden umbringen sofort, weil man irgendwas haben will vom anderen, aber man würde, ein Gesetz brechen und zum Beispiel zu Diebstahl greifen. Und das ist das Problem. So siehst du sozusagen die Gier nach etwas. Du willst es so sehr, dass du dafür über Leichen gehst. Und das ist, was auch hier Paulus sagt. Die Geldgier ist die Wurzel alles Bösen. Nun sagt er hier, danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viele Schmerzen. Ja? Sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viele Schmerzen. So, was du noch sehen kannst hier aus dieser Bibelstelle, ist ein ganz wichtiger Punkt. Du hast vielleicht gemerkt, dass dieser YouTube-Kanal heißt Glauben für Finanzen. So, deswegen hat dieser Vers von vornherein, wenn du hier dabei bist, nichts mit dir zu tun. Und ich will dich eben einfach damit von Anfang an, oder wir sind ja noch am Anfang von dieser ganzen Serie hier auf dem YouTube-Kanal, will ich dich eben beruhigen und sagen, es hat nichts mit dir zu tun. Es geht eben hier darum, wie kannst du Glauben entwickeln, Gott zu glauben und zu vertrauen für finanziellen Überfluss. Es geht um etwas, was Gott in deinem Leben macht. Es ist was Göttliches, es ist ein Segen, den Gott ausgießt über dich. Es geht eben darum, dass du Gott glaubst für das Irdische. Und Paulus sagt hier, die Gier aber nach Geld, bringt den Menschen dazu, dass sie vom Glauben abirren. Warum? Weil das treibt sie so sehr an, dass sie anfangen, falsche Dinge zu tun. Sie gehen nicht Gottes Wege, sie gehen die falschen Wege. Sie sind so gierig, sie strecken sich so nach diesem Geld aus, dass sie falsche Dinge tun. Und deswegen ist ja klar, wenn du nicht nach Gottes Wort lebst, wenn du nach Gottes Geist nicht lebst, und du Geld hinterher bist, dann wirst du nach und nach abgehen vom Glauben und wegkommen. Und das war auch immer das Problem und das war immer die Gefahr. Das war sozusagen immer die Versuchung. Und im letzten Video, hoffentlich hast du das Video gesehen, wenn nicht, schau dir das auf jeden Fall noch an. Da geht es um die Versuchung, dass Geld eigentlich gar keine Versuchung sein muss für dich. Ja? Und da haben wir eben darüber geredet, dass der Teufel kann dich nur versuchen, wenn du denkst, dass nur er das dir geben kann, was du dir wünschst. Deswegen ist es so wichtig zu verstehen, diese ganzen Sachen haben keine Macht über dich. Gier hat keine Macht über dich. Versuchung hat keine Macht über dich, wenn du weißt, dass Gott es dir geben will. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Du wirst es in jedem Video hier immer wieder hören, immer wieder bekommen und deine Gesinnung wird sich in diesem erneuern. Du wirst verstehen, weil das auch die Ziele, eines der Ziele, wo wir hier haben, dass du verinnerlichst, dass du eine geistliche Begegnung hast und verstehst, Gott will es machen. Halleluja! Es geht nicht hier darum einfach, dass ich will reich werden, ich will viel Geld haben, ich will irgendwas. Hier geht es eben darum, wir kommen dahin, wo du das Verständnis bekommst, die gehen auf einmal die Augen auf, geistlich passiert bei dir irgendwas mit der Zeit, weil der Glauben eben von dem Hören kommt, geistlich passiert bei dir irgendwas mit der Zeit, wo du verstehst, dass
Gott es tun will. Halleluja. Und das ist der riesige Unterschied. Nämlich die Geldgier und der menschliche Weg bringt weg von Gott. Der bringt wirklich weg von Gott, der bringt weg vom Glauben. Da wird der Mensch kalt und so weiter. Aber Reichtum bei Gott suchen, bringt näher zu Gott. Und somit fällst du nicht in die Kategorie, dass du vom Glauben abfällst. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Wir wollen zum Glauben hin. Du wirst das auch mit der Zeit merken. Glauben für Finanzen bringt dich näher zu Gott, bringt dich viel in eine viel engere Beziehung mit dem Heiligen Geist. Es ist eine Kooperation mit Gott, es ist eine Kooperation mit dem Heiligen Geist. Es ist ein Weg, es ist ein Leben. Es ist wirklich eine geistliche Sache, eine Arbeit und eine Berufung, wo Gott sozusagen drin steckt, wo Gott sich ausgedacht hat, wofür Gott dich ruft. Gott ruft dich zu dieser Sache. Gott beruft dich, viel zu haben. Gott beruft dich, im Überfluss zu haben. Halleluja, Gott beruft dich dafür. Ich möchte noch mal eine Stelle, noch auf eine Stelle eingehen in diesem Video. Und zwar in Lukas 12. Da wirst du vielleicht deutlicher sehen, was ich eben meine. Da Glauben für Finanzen. Da heißt es, da geht es in dem Text Lukas 12, ab dem 22. Vers, da geht es in dem Text über Sorgen und so. Jesus sagt zu seinen Jüngern, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um morgen und so weiter und so fort. Und ich will mal die Verse überspringen und dann zum 29. Vers kommen und dort weiterlesen. Ja? Hier heißt es, darum fragt auch ihr nicht danach, was ihr essen oder was ihr trinken sollt. Seid nicht beunruhigt. Nach diesem allem trachten die Völker in der Welt. Aber euer Vater weiß, dass ihr das braucht. Nach diesem allem trachten die Völker in der Welt. Aber euer Vater weiß, dass ihr das alles braucht. Hier sagt Jesus auch nochmal deutlich, dann heißt es dann weiter, deswegen trachtet nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Hier zeigt uns Jesus deutlich, dass der Vater, dass ihm ist es nicht egal, wie du hier lebst auf dieser Erde. Ihm ist es nicht egal, ob du, dass du dich quälst, dass es finanziell mangelt und dass es dir schlecht geht und so weiter. Das ist ihm überhaupt nicht egal, im Gegenteil. Er weiß, dass du alles brauchst, wonach die Welt trachtet. Denk mal drüber nach, wonach die Welt alles trachtet. Wonach trachtet denn die Welt? Trachtet die Welt nach dem Niedrigsten, trachtet die Welt nach zerrissenen Klamotten, nach kaputten Autos, nach, keine Ahnung, heruntergekommenen 100 Jahre alte Häuser und so weiter und so fort. Nein, die Welt trachtet ja nach dem Besten, die wollen die besten Sachen haben. Genauso wie hier, wo Paulus dann gesagt hat, danach hat einigen gelüstet nach dem Reichtum und sie sind vom Glauben abgeirrt. Was die gemacht haben ist, sie haben wie die Welt, sie trachteten nach den Dingen wie die Welt, wonach die Welt trachtet und sind somit von Gott weggegangen, um das zu bekommen, wonach die Welt trachtet. Weil sie nicht wissen und nicht wussten und heutzutage viele Christen wissen das nicht, dass Gott es geben will. Gott will es geben. Hier sagt Jesus es ganz klar. Nach diesem allen trachten die Völker in der Welt. Aber euer Vater weiß, dass ihr das alles braucht, wonach die Völker in der Welt trachten. Halleluja. Dann ab dem 31. Vers, trachtet also vielmehr nach dem Reich Gottes, dann wird euch das alles hinzugefügt werden. Glauben für Finanzen ist Trachten nach dem Reich Gottes. Trachten nach dem Reich Gottes. So, das zeigt dir, was ich jetzt zeigen will, warum ich diese Stelle parallel noch genommen habe, ist, ich will dir einfach zeigen, dass Paulus auch dahin deutete auf die Menschen, die den Reichtum wollen ohne Gott. Man sieht auch in dem Text im 1. Timotheus Kapitel 6, da sieht man auch, dass er zu Timotheus redet und du kannst es vielleicht selber mal zu Hause durchgehen, ab dem 6. Kapitel den ganzen Text ein bisschen durchgehen und da zeigt er ihm, oder man kann heraushören, dass Timotheus an so einer Stelle stand, wo es für ihn eine Versuchung war, ob er weitergehen soll im Dienst oder ob er doch lieber irgendwo hingehen soll und arbeiten, sich versorgen und so weiter und so fort und irgendwie eine Geschäftskarriere machen soll vielleicht. Und davor hat er ihn gewarnt.
Weil es sah eben so aus und ich glaube, dass da einige Leute waren, sie waren aktiv im Dienst und so weiter. Und aber dann haben sie aufs Geld gestoßen, sind sie gierig geworden und so weiter, wollten alles haben, was die Welt eben auch hat, wonach die Welt trachtet, und haben den Dienst verlassen für die Dinge, um sich die Sachen zu erarbeiten, um sich die Sachen zu holen. Und deswegen sagt er ihnen: Pass auf, wenn sie vom Glauben abgeirrt, sagt ihre nicht du auch vom Glauben ab, bleibe in deiner Berufung, in der Gott dich berufen hat. Das ist ganz, ganz wichtig, zu bleiben in der Berufung. Egal, wo auch immer Gott dich berufen hat, da wird der Segen und der irdische Reichtum in dein Leben kommen. Das ist schon mal die ganz wichtigste Sache zu wissen. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass du als Christ weißt, Gott will es mir geben. Es ist ganz egal, welchen Weg er für mich ausgesucht hat, egal welchen Weg ich gehe mit ihm, es wird ein Segensweg sein. Gott beruft niemanden in die Armut. Gott beruft niemanden in die Armut. Selbst wenn er sagt, geh, predige das Evangelium, dann ist diese Berufung nicht in die Armut. Das musst du wissen. Das verdrehen manche, das versuchen manche so darzustellen und so weiter und so fort, weil sie den ganzen göttlichen Segen abgesagt haben, weil sie darüber schlecht reden, weil sie vieles in diesem Bereich nicht verstanden haben, leider. Aber Gott beruft dich nicht in eine Armut. Er ruft dich in finanziellen Überfluss. Amen. Er ruft dich in ein gutes Leben. Ja? Jesus sagt, ich bin gekommen, um euch ein Leben zu geben und es damit ihr es volle Genüge haben könnt. Halleluja. Hier gibt es noch eine Stelle, vielleicht schließen wir auch mit dieser Stelle dieses Video ab. Und zwar, dass in demselben Kapitel geht Paulus hin und dann spricht er zu den Reichen. Das will ich, dass du mitnimmst. Ab dem 17. Vers heißt es, den Reichen in dieser Welt gebiete nicht hochmütig zu sein und ihre Hoffnung nicht auf ungewissen Reichtum, sondern auf den lebendigen Gott zu setzen, der uns alles reichlich zum Genuss gibt. Hier macht er das nochmal deutlich. Sagt den Reichen, sie sollen nicht vertrauen auf das Irdische, was die haben, sondern auf den lebendigen Gott sollen die ihre Hoffnung und ihr Vertrauen setzen. Und Gott wird dir helfen, wie das geht. Gott wird dir zeigen, wie es geht und wird dir helfen, wie du einen gesunden Wachstum, wie du dich entwickeln kannst, gesund als Christ. Ja? Dass du dort, wenn du dort angekommen bist, wenn du dort hinkommst, dort, wo Christen sagen würden, es gefährlich wird, ja? wo du zu viel oder im Überfluss hast, wo es gefährlich wird, wird es dich nicht kaputt machen, es wird dich nicht versuchen, du wirst nicht von Gott dich abwenden, du wirst noch näher mit Gott sein. Halleluja. Und deswegen ist es wichtig, dass du in finanzielle Freiheit und finanziellen Überfluss und in Gottes materiellen Segen mit Gottes Wort, mit dem Heiligen Geist vorangehst. Schritt für Schritt. Und deswegen machen wir das hier. Deswegen bist du auch hier dabei. Es heißt im 18. Vers, sondern Gutes zu tun, also sie sollen Gutes tun, reich zu werden an guten Werken, freigebig und großzügig zu sein, um sich selbst Schätze zu sammeln als eine gute Grundlage für die Zukunft, damit sie das ewige Leben erlangen. Du siehst also wieder ganz deutlich, dass das an sich, Geld an sich, kein Problem ist. Es ist kein Problem. Reich sein selber ist kein Problem. Er sagt den Reichen nicht, sie sollen arm werden und sie sollen, keine Ahnung, sie sollen ihren Lebensstil komplett ändern und so weiter und so fort, sagt er ihnen nicht. Er sagt ihnen, sie sollen ihre Hoffnung auf Gott setzen. Und das ist, was wichtig ist. So, das war schon alles. Wir haben jetzt ausführlich 1. Timotheus 6, Vers 10 behandelt. Es ist ganz wichtig, dass wir diesen Vers behandelt haben, sonst wird er dir immer wieder kommen, immer wieder, egal über was wir reden, egal wo wir tief hineingehen. Und wenn es erstmal um ordentliche Sachen geht in der Bibel, dann bin ich jetzt froh, dass wir damit eben aufgeräumt haben, mit diesem Vers aufgeräumt haben. Vielleicht musst du es öfters mal hören, immer wieder dir auch mal anhören. Ich weiß, manchmal reicht es nicht, wenn man es einmal hatte. Du musst auch vielleicht noch selber nachlesen. Und diese Barriere oder diese Lüge wird mit der Zeit einfach brechen. Du sollst verstehen und also das, wenn du eins aus diesem Video heute rausnimmst, nimm das heraus. Verstehe, dass Gott dich zu Glauben für Finanzen berufen hat, also zum Glauben hin und nicht weg vom Glauben. Das Ziel ist immer, dass wir im Glauben wachsen,
Das Ziel ist, dass wir im Glauben wachsen. Es heißt in Hebräer 11, Vers 6, eine meiner absoluten Lieblingsbibelstellen. Ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe in dieser Serie, aber ich erwähne es jetzt. Da heißt es, aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Es ist unmöglich, Gott zu gefallen. Denn jeder, wozu Gott kommt, muss glauben, dass er ist. Das ist die erste Sache. Und das zweite ist, und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Du siehst, das ist wieder das, der gleiche Text wie der, wo Jesus gesagt hat, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und das, alles andere wird euch hinzugefügt werden. Gott hatte schon immer die Belohnung im Sinn. Gott hat schon immer den Überfluss im Sinn für dich und für mich. Aber wir müssen uns positionieren und wir werden uns positionieren und du wirst dich positionieren. Positioniere dich einfach dort, wo Gott es mit dir tun kann, wo Gott es tun wird. So wie es später bei Abraham heißt, wo es dann heißt, da sagt ein Knecht, er redet über Abraham und sagt dazu den Nächsten, mein Gott hat den Abraham reichlich gesegnet, so dass er reich wurde an, und dann wird so materielle Dinge aufgezählt, an Gold, an Silber und so weiter und so fort. Gott will etwas tun und das ist der Unterschied. Es geht nicht darum, was du tun kannst oder was ich tun kann. Es geht darum, Gott zu glauben. Wie kommen wir dahin, dass wir Gott glauben können für das, was er tun will? Halleluja. So, in diesem Sinne, freue mich, dass du dabei warst. Und ich erwarte dich natürlich beim nächsten Video. Wenn du zum ersten Mal dabei bist, dann vergesse nicht, den Kanal zu abonnieren, am besten weiterzuschicken, weiterzuteilen. Es werden sich bestimmt noch Leute finden, die Interesse haben an diesem Thema und die das auf jeden Fall brauchen. Ich glaube, dass Gott eine ganze Armee an Menschen aufstellen wird, die wirklich in Finanzen stark werden. Geistliche Menschen, die stark werden, mit Finanzen umzugehen und empfänglich werden, weil sie sich positioniert haben mit der richtigen Lehre, mit dem richtigen Wort, im Glauben, empfänglich werden für den übernatürliche Ausschüttung von Finanzen. Denn Gott hat etwas Mächtiges vor. In diesem Sinne, die Glocke nicht vergessen, ja, ein Like natürlich da lassen, all diesen ganzen Kram, den man auf YouTube machen muss. Damit supportest du den Kanal natürlich am besten und so können wir auch wachsen und so kann das auch was werden. Ich freue mich, dass du dabei warst und wir sehen uns beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal werden wir über den reichen Jüngling reden und uns die Geschichte genauer anschauen, denn das ist auch eine ganz wichtige und fundamentale Geschichte, wenn es um Geld geht und Reichtum. Ich wünsche dir noch eine erfolgreiche Woche. Bis dann. Gott segne dich.